Einen wunderschönen Freitagabend. Die Lage der Liga bei Radio Frankfurt. Und Jürgen, was eine Ehre, oder? An seinem Geburtstag ist er bei uns. Steppi, Also das ist Anlass. unfassbar, nochmal, wir gucken uns jetzt in die Augen. Vielen Dank, dass du da bist, dass du uns die Ehre gibst, dass du an deinem Geburtstag hier Zeit für uns verbringst. Danke. Ich habe nichts zu tun, deshalb. Ja, Aber das zu ist feiern hast du typisch was. Steppi, genau. Wir Jawohl. wünschen dir auf jeden Fall alles Gute auch nochmal hier on air. Ja, alles sowieso. Ich habe ihn gerade in den Arm genommen. Alles Gute, Ex-Trainer, und So, wo hast du die Flasche bleib versteckt? gesund. Die Flasche steht noch im Kühlschrank. Machen wir danach, ja? Stell dir mal vor, du. Aber wir sind auch nicht alleine. Deine Frau ist auch da, Steffi. Er lässt Ich nichts aus. trinke nicht, dann ich verzichte. Och. Meine Frau trinkt, ich fahr Oh. Auto. Ich bin gespannt, wie das gleich aussieht. Ja. Lass uns mal über die Eintracht sprechen. Letzte Woche in Dortmund 2-0 verloren. Das siebte Mal hintereinander, ja. Gutes Omen? Fragezeichen, weil wir hatten es ja letzte Woche Ausrufezeichen. schon. Sagen wir es mal so, die ersten 20, 25 Minuten waren gut, gar keine Frage. Und dann gab es eine Minute, die ein Spiel entscheidet. Der muss rein, geht nicht rein, der macht das Tor. Ende der Analyse. So schnell geht's. Aus 2 Metern. Was machst du als Trainer, wenn dein Stürmer aus 2 Metern den Ball nicht über die Linie drückt? Dann tausche ich aus. Genau das wollte ich hören. Genau. Also, Genau das wollte in ich hören. Dortmund ist nicht Schande zu verlieren, Ja. weil Mannschaft, die so oft in Champions League spielt. Und sag mal, früher haben wir in Dortmund sehr oft gewonnen. Jetzt in letzter Zeit haben wir nicht so viel Pech, dass wir gewinnen dahin. Ne? Aber immer das nächste Spiel ist ja wichtigstes Spiel. Und deshalb, Oh, wir auch werden am also, Geburtstag. naja, aber Nächstes Spiel ist das Wichtigste. ja, also soll ich was sagen? Also muss man sehen, ob ich was habe. Ja, ich Wenn habe nicht, ich noch. leih dir was am Geburtstag. Also ich Leihen, mache auch noch. schön. Das nächste Spiel ist das Wichtigste, sagst du. Ja, und deshalb, also Saison ist ja neu, jung, also und deshalb, denn unsere Trainer Dino muss es schon mal zeigen, zumindest morgen, dass man also gute Mannschaft bekommen hat, obwohl also, ich weiß nicht, ob der rechte Verteidiger aus Dänemark verletzt ist oder nicht verletzt. Ich sagte, der ist verletzt. Christensen? Christensen, weil er irgendwas umgeknickt oder sowas. Na, der wird beißen, der wird spielen am Ob der spielt, also der gefällt mir. Der ist Ja. einer, der nach vorne spielt immer. Und glaube schon, dass der andere überzeugt auch, dass sie auch nach vorne spielen. Und deshalb, Taktik von Dino, er macht kaputt. Aber es war doch gar nicht so schlecht. Es war ja, Jürgen hat es gesagt, 1 Minute eigentlich Eine vorne. Machst du Minute das Ding nicht Christensen, hinten? jetzt auf den Namen zu kommen, hat sich leider zu leicht austauschen lassen und Ja. dann war das Ding frei. Trapp kann ihn nicht halten, keine Frage. Und ja, dann kommt's. Das zweite Tor war halt, weil wir aufgemacht haben. Ich habe die Woche mit Alex Meyer zusammengesessen. Er hat selbstbewusst erklärt, er hätte ihn reingemacht. Also Ja, insofern. gut, Alex Meyer. Aber er war scharf Fußballgott. geschossen, Ja. aber er sagt, das sieht blöd aus, den musst du reinmachen. Und dann kippt das Spiel. Normalerweise, ja, aber stell dir mal vor, du hast ja so. Sag mal, musst du mit der linken Fuß und mit der rechten Er Fuß und stand das. so ein bisschen quer, ja. Ja. Er konnte, was ich empfehle, dass der also mit dem Oberschenkelball angenommen hätte, gell? Dafür war er zu scharf geschossen, meiner Meinung Also das, aber sagen wir so, ich glaube schon, also der hat das schon jeden Tag trainiert, also scharf geschossen nach. drin, so, das gibt's ja gar nicht. Es ist, wie es ist, der Ball war nicht drin, auf der anderen Seite macht Dortmund Das das ist. Ding. So passiert es halt dann, wenn man gegen die Top-Mannschaft in der Liga spielt. Ja. Aber gut, also erstes Spiel hat gezeigt, dass wir also irgendwo Stoff haben, Ja. irgendwo wieder diese sechste Platz und vielleicht mal höher was zu erreichen. Also Das eigentlich. Wir bräuchten einen Lauf wie Stuttgart von 0 auf 2 und das liegt der Eintracht, das kann, aber wir brauchen jetzt einen guten Start. Ja, also die Stuttgart hatte wunderbar gespielt, also trotz, dass sie verloren hat. Ja. Und dann danach war nichts mehr. Was Von diesem genau das? Spiel also war nichts mehr zu sehen. Und der Trainer ist ja sauer. Natürlich ist er sauer. Gell? Und du Zu verlierst Recht. also so ein Spiel also und hast du so ein tolles Spiel geliefert. Weiß ich Gehst nach 2 Minuten 1-0 in Führung und verlierst 3-1 in Freiburg. Hätte man sich anders vorgestellt. nicht. Ja. Bayern auch Ja. nur mit einem Tor gewonnen in Wolfsburg. Leverkusen auch nur mit einem Tor. Ach, 85. Minute. Wenn das also Spiel also verkürzt wird, der gewinnt dir kein Spiel. Dann gewinnen sie Spiel. Dann werden sie also nicht Meister, wenn wir Nee. 85 Minuten spielen. Obwohl, also ich habe es ja gelesen, künstliche Intelligenz, haben sie gefragt, wie wird es also diese Meisterschaft, Bundesliga-Meister? Da haben die wieder Leverkusen und Bayern, also ist irgendwo Zweiter oder Dritter, aber Karls Kandidat, Meisterschaftskandidat ist er nicht. Ich bin mal gespannt, aber ich glaube tatsächlich, dass es auf die beiden hinauslaufen wird. Jetzt aber erstmal hier ein bisschen Musik bei der Lage der Liga.
Gute Frankfurt, da sind wir auch an Steppis Geburtstag, die Lage der Liga mit Steppi, wie soll es anders sein? Frisch wie eh und je, trotz ein Jahr älter. Jürgen, aber steht Steppi da in nix nach. Genauso fresh, beide in hell-weiß vor mir. Heute Morgen schon Sport gemacht? Also hättest das du ist damals Motivation. Also Sport gemacht, wäre ich damals schon so fit gewesen. Dann wäre der Trainer glücklich. Dass er besser spielt, wäre ich also viel, viel, viel höher da gelandet. Aber der macht heute Sport, das ist dann damals, wo ich ihm empfohlen habe. Ja, das mach ist aber, was, Jürgen, für dich. Es ist nie zu spät. Vielleicht für die Fußballerkarriere schon, aber fürs Fit-Halten. Ich bin jetzt letztes Jahr, kleine Anekdote, letztes Jahr U60 Hessenmeister geworden. Also so schlecht war ich jetzt auch nicht. Mit Rot-Weiß Frankfurt, dem alten Verein von Steppi und mir, haben wir letztes Jahr die Hessenmeisterschaft gewonnen und sind in der Süddeutschen nur an Bayern München gescheitert. Das ist nur mal so by the way. Soll ich dir sagen? Ich habe noch einen Vorschlag. Bitte. In Japan wird also Liga gegründet, 80-Jährige. Da ist also noch eine schnelle Chance. Stimmt, Hasebe ist jetzt, habe ich auch gelesen, ins Trainerteam aufgenommen. Richtig, und er hat jetzt auch sein erstes Training gemacht, habe ich bei der Eintracht auf der Seite gesehen. Aber lass uns mal lieber nicht über Japan sprechen, sondern über die Eintracht. Jetzt am Wochenende, Hoffenheim kommt gleich, aber erst der Sonntag, DFB-Pokal-Auslosung. Wen wünschen wir uns denn? Wir wünschen uns auf jeden Fall, bitte, bitte, lieber Fußballgott, ein Heimspiel. Weil wir hatten in der ganzen letzten DFB-Pokalserie kein einziges Heimspiel. Warum sage ich das? Entschuldige, Steppi, noch unterbrechen. Wir haben eine Loge, wir haben das im Vertrag und wir hätten immer mal eine Loge für ein Heimspiel. Und nichts passiert, nur auswärts. Ich wünsche mir nur im Halbfinale ein Heimspiel, nichts davor. Im Halbfinale? Alle auswärts, auswärts, auswärts und dann Halbfinale. Ich finde, es sind ja schon einige coole mögliche Lose dabei mit Mainz, mit Darmstadt, mit Lautern. Offenbach. Aber dann hast du halt kein Heimspiel, wenn es Offenbach wird. Ja, das stimmt. Aber da würde ich schon mal drauf verzichten. Okay, wenn wir Offenbach kriegen, verzichten ich drauf. Ich habe zweimal in meinem Leben Kickers gesehen, Kickers gegen die Eintracht. Das muss man mal erlebt haben, die Stimmung am Biberberg. Da höre ich raus, Heimspiel oder Kickers? Bitte? So als Wunsch, Heimspiel oder Kickers? Kickers. Kickers, ja. Auf jeden Fall. Ich habe ja so letzte Freundschaftsspiel, wo die zwei Spiele von Kickers zu uns gekommen sind, Egon Bean und Lothar Libero, ich weiß nicht, wie der heißt. Und das war so 77, gell? Das musste ich mal überlegen, das Stadion war voll. Seitdem, wegen den Zuschauern, unsere Fans und Offenberger Fans, haben sie keinen Mut, irgendwo ein Freundschaftsspiel zu machen. Verstehe ich deshalb auch also, ein Stück weit. Deshalb, wenn er irgendwo jemand hört, gell, dann wird also so ausgezogen. Ich bin mal gespannt. Sonntag ist die Auslosung. 5:10 geht's los. Steppi ist jetzt schon heiß. Vorher noch unsere Eintracht gegen Hoffenheim. Da sprechen wir gleich drüber. Ich würde mal die Eintracht-Frauen noch ins Boot holen. Frauenfußball, wie sieht's bei euch beiden damit aus? Ist bei uns auch bei Robo Markets ein neues Thema. Wir haben 4 Karten zu jedem Spiel. Mhm. Leider ist das Spiel um 12 Uhr. Das heißt, wir können es nicht uns anschauen, also von Robo Markets, weil wir sind in der Loge. Ja. Aber wir werden mit Sicherheit viele Eintracht-Spiele der Damen am Brentanobad, wo wir früher gearbeitet haben, sehen. Ja. Ich habe gestern also den Trainer getroffen da bei der Eintracht. Und der hat gesagt, also ich arbeite hart. Und deshalb denke ich mir, hatte letztes Jahr sehr viel Erfolg. Schade, dass der im Champions League nicht weitergekommen ist. Ja, war knapp. Gegen Barcelona war also knapp. Aber ich glaube schon, dass dieses Jahr vielleicht mal so ein nicht so guter Gegner am Anfang kriegt, sondern Halbfinale dann also. Ich bin mal gespannt. Schon zufrieden. Also wenn man in die Gruppenphase kommt, ist ja schon mal das erste Ziel erreicht. Wenn nämlich also den Brentanobad-Chef also nimmt, also ja, weil der hat ja 4 Karten. Also weil die Jelena da ist, Steppi, ich lade euch gern mal an die ehemalige Wirkung zu Anni Jimba, weißt du noch damals, die schönen Erinnerungen. Oh. Also da können wir euch gerne mal einladen und dann gucken wir uns mal zu 14 Spiel an. Jawohl. Gerne. So, jawohl. Ich meine, wir haben uns auch schon mal gesehen am Brentanobad. Ja, du warst schon mal da. Ja, ich also, war so sehr oft also da. Vielleicht zur Vollständigkeit halber, morgen um 12 gegen Jena, Jürgen hat es schon angesprochen, dann nächste Woche Champions League Quali in Island und dann geht es mit Leverkusen weiter, dann DFB-Pokal, also aber da gibt's einiges dran. Gibt es ja Fernsehen morgen um 12? Ja. Ja, gibt's. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann schauen wir auf die Herren. Bevor du da gehst, also mein Wein, Lebe geht weiter. Da kommen wir auch also gleich noch. Irgendwo geschenkt. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Jetzt machen wir Pause. Jürgen ist schon am Essen, deshalb
gibt es ein bisschen Musik. So, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Und Jürgen, ein bisschen fies jetzt, wo der Mund voll ist, aber schmeckt? Schmeckt sehr gut. Was ist denn das da eigentlich, was du da vor dir stehen hast? Wir kommen wieder morgen, also vor 12. Vor 12? Okay, dann essen wir was, trinken was und dann... Genau das! So, jetzt haben wir über Essen gesprochen, jetzt sprechen wir noch über Wein, habe ich gehört. Ja, also dieses Jahr eine Firma unter der Kork hat also drei Leute ausgewählt, also Präsident, ehemaliger Präsident Fischer, dann der Rode und Steppi macht happy. Lebe geht weiter. Ja. Der wird also beim Spiel gegen Hoffenheim also vor dem Spiel geschenkt im Stadion. Ach, guck an, im Stadion. Da unten, ne, also da, wo du da oben gehst, irgendwo da, wo die also diese Bändchen also okay, schenken, ja, ja. Da bin ich recht, bin ich ja da. Samstag 15:30, also morgen, erstes Heimspiel. Ich habe nur eine Warnung. Oh. Jede Serie geht irgendwann zu Ende. Hoffenheim also hat schon lange, lange hier nicht gewonnen. Das stimmt. Und deshalb so, oh, ich bleib dabei, wir haben 7-mal in Dortmund verloren, wir gewinnen gegen Hoffenheim. Wir haben da, die Serie hält, die hält auch. Letztes Jahr so beide Spiele gewonnen, 3-1. Ja. Eigentlich zwei gute oben. Ich habe das Spiel gesehen, 3-2 gegen Holstein Kiel, dreimal Kramaric. War okay, aber die sind trotzdem Hoffenheim, ist schlagbar. Wir müssen die schlagen. Zu Hause das erste Spiel seit fast 4 Monaten. Ja, zu Hause auf jeden Fall. Alle freuen sich, es ist wieder soweit. Es ist angerichtet, 15.30 Uhr, es kann losgehen. Kevin Trapp steht vor seinem 350. Pflichtspiel für die Eintracht. Wow. Ich gehe stark von aus, dass es auch so weit kommen wird, wenn nicht noch über Nacht irgendwas dazwischen kommt. Der Start für die Hoffenheimer geglückt. Okay, man hat nur 3-2 gegen Kiel gewonnen. Die Eintracht so semi-gut mit dem Ergebnis zumindest 2-0 in Dortmund verloren. Spielt das eine Rolle oder hakt man das ganz schnell ab? Ich sag mal, die Heimspiele sind wichtig. Dass man irgendwann, jemand hatte gesagt, ich weiß nicht, wer das war, glaube ich, das spielt keine Rolle. Es ist wichtig, dass man erstmal Heimspiele gewinnt und dann kann man schon rechnen, kann man nicht absteigen. Ja, wenn man alle Heimspiele gewinnt. Erstmal das und dann die Treppe höher, muss man schon mal so gut spielen und irgendwo mal zu erreichen. Deshalb denke ich mir, ich habe ja gesagt, also das Hoffenheim in den letzten paar Spielen hat er hier zu Hause verloren, also jede Serie geht zu Ende, aber ich wünsche mir morgen, dass wir gewinnen und deshalb. Ich hoffe, es war nie leichte Gegner, gell? Nicht mal im Pokal, wo wir gewonnen haben, damals, oder nicht in der Liga. Und deshalb denke ich mir, dass wir so erste Halbzeit plus, dass wir dort Tore schießen. Erste Halbzeit, wie wir gespielt haben, wurde wunderbar. Aber jetzt ein oder andere Tor. Aber frage ich mich, ist das Mamouche noch immer so, wie er am Anfang von der letzten Saison war, wo der in Spitze allein da so viel Wind gemacht hat und Tore geschossen und vorbereitet und die ganze Mannschaft geweckt, um zu siegen. Das ist dieses Jahr, scheint mir nicht so. Etikette ist ein tolles Spiel und glaube ich schon, der Jürgen hatte recht, dass der irgendwo mal wieder an diese Millionen, was der Kolumani gebracht hat, kommt. Ja. Aber mir also gefällt der Mamouche auch. Das ist auch eine. Und deshalb denke ich mir, seitdem er nicht direkt in der Spitze spielt, spielt nicht so, wie wir so denn erlebt haben letztes Saison. Also das ist natürlich das Thema. Mamouche spielt alleine besser als zu zweit. Ja. Und er hat stark nachgelassen, das muss man sagen. Und es ist ja aktuell, ist er ja bei Nottingham Forest auf dem Radar. 20 Millionen wollen die bezahlen. Wir wollen 30 Millionen. Ebimbe und Mamouche sind auf dem Radar, eventuell noch zu gehen. Ebimbe soll verkauft werden. Mamouche ist, wenn die 30 Millionen stimmen, ja, muss er weg. Was heißt muss er? Wird er wahrscheinlich gehen. Aber dann versuchen sie noch Ersatz. Das wird wiederum schwer. Aber ich könnte mir vorstellen, Ekikite und der junge Mann aus Usun. Der Serbe? Aus Matanovic. Matanovic. Die sind für mich gesetzt. Es ist eine Überraschung, dass der, also nicht Überraschung, weil er letztes Jahr bei Karlsruhe hatte 15 Tore geschossen und dann 10 vorbereitet. Aber dass der in dem Spiel, da wo er gespielt hat, hat er Tor gemacht in Braunschweig. In Braunschweig direkt. Deshalb hat sich schon empfohlen, also, dass der also vielleicht mal so. Besser passt zur Etikette als, als Mamouche, weil der ist ja Kopfball sehr stark. Ja. Ich habe also sehr viele Tore. Hatte. Präsenz. Ja, und dann also ist er 1,92 Meter oder 1,95 Meter. Das ist schon also wichtig. Wir haben schon Halle gehabt. Also der ja, also, Wandspieler vorne. Gewirbelt hat also vorne also, ohne Probleme. Sind wir mal gespannt, wer morgen spielt, ob es Mamouche wird, ob Ekitike, ob 1, 2, 3, 4 Stürme, ob Chaibi draußen sitzt nach seinem Fehlschuss in Dortmund. Bei Steppi würde er draußen sitzen, aber warten wir mal ab, wie Dino es macht.
Gleich bin ich gespannt auf eure Tipps. Die drei heißesten Spiele wie immer werden getippt. Aber jetzt erstmal nochmal eine kurze Pause zum Durchatmen. So, auf ein letztes, da sind wir wieder. Die drei heißesten Spiele des Wochenendes werden getippt. Und wir starten rein. Morgen 18:30 das Topspiel. Bayern 04 Leverkusen gegen RB Leipzig. Steppi? Oh, 1-1. Fällt mir der Stift aus der Hand. 1-1. Jürgen? Guter Tipp. Ich gehe auf 2-2. Ich sage, wir spielen ja 95 Minuten, deshalb gewinnt Leverkusen. Die Serie reißt irgendwann. Ich glaube, es wird ein 3-2, wie bei Leverkusen immer. Ich kriege Unterstützung von deiner Frau, Steppi. Ich mache mal ein Kreuzchen noch dran. Genau. Sonntag, das Spätspiel, 17:30, der FC Bayern München zu Hause gegen den SC Freiburg. Freiburg kam gut rein gegen Stuttgart und am neuen Trainer, muss man auch noch dazu sagen. Jürgen, Überraschung, 1-2. Also Freiburg gewinnt in München. Ja. 3-0. 3-0, das deutlich. Jetzt sind wir mal ganz weit auseinander. Ich bin auch bei Steppi, ich sage 3-1 Bayern. Was? Versteht er gar nicht. Schau mir mal. Also ich dachte, wo 1-1 in Wolfsburg, ja, dass die irgendwo mal diese Serie oder diese, wie soll ich mal sagen, also Gewohnheiten verloren haben. Spiele zu gewinnen, spielt keine Rolle, wo die spielen. Und nachdem ich also noch 2-1 jetzt mit Wolfsburg habe, gesagt, oh, die Bank, die ist ja krank. Aber die 3-2 hat es schon gezeigt, die alte, also haben wir so Gewohnheiten und diese Siegeserie machen die weiter. Schauen wir auf unsere Eintracht. Morgen 15:30 gegen Hoffenheim. Wir hatten es eben schon angesprochen, Steppi hat es gesagt, gutes Omen. Die letzten 8 Spiele hier bei uns in Frankfurt haben wir quasi nicht verloren. 5 Siege. 3 Unentschieden. Das gebe ich euch gerne nochmal so mit für eure Tipps. 2-1 für uns. 2-1? Nee, 1-2. Entschuldigung, ich muss ja, wenn die irgendwo mal gewinnen sollten, gell, dann tippe ich 1-2. Also du tippst auf ein 2-1 für Hoffenheim? Ja, das ist es. Jawohl. Okay, verwirrend. Jürgen? 3-1. Ja, ich hätte das tatsächlich auch gesagt, weil gegen Hoffenheim liegt uns ein 3-1. Einmal Kramaric, weil der hat einen Lauf und wir machen 3. Ja, dann sage ich 2-1 für uns. Gut. Ich weiß nicht, wer die Tore schießen soll. Aber vielleicht nochmal auf die Stimmung zu sprechen. Axel Hellmann hat gesagt, wir müssen dieses Stadion zu einer Burg machen, in der wir die Menschen entflammen für unseren Fußball. Natürlich nicht pyrotechnisch verstehen. Klar, klar. Also er hat, was ich ja auch schon öfters moniert hatte oder habe, ist, dass er Dino Toppmöller in die Pflicht nimmt, dass Dino einfach einen besseren Fußball spielt. Einen attraktiveren Fußball spielt. Und das ist auch für mich ein Alarmzeichen für Dino, der das aber kapiert hat. Der hat es ja schon beim ersten Spiel in Dortmund gesagt, dass mehr Fußballfans kommt, dass man einfach einen attraktiven Fußball spielt bei der Eintracht. Und ich denke, er hat seine Anzahl der Spiele. Und wenn der nicht kommt, dann warten wir mal ab. Also man muss dazu sagen, das Zitat ist von der Saisoneröffnungspressekonferenz. Das ist jetzt im Juli gewesen. Trotzdem. Aber Stichwort Emotionen, Kampf, das Herz auf den Platz lassen. Also ich weiß, dass der Trainer irgendwo Charakter sehr, 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 nicht Trainer, Mensch, also sein Charakter, wie er tut, also sein Trainerjob oder Spieler, wie er tut, sein Spielerjob nicht verändern kann. Und dann, ob der jetzt also Dino Toppmöller auf einmal so spielt, wie sich also die ganze Publikum wünscht und der Hellmann, kann ich mir nicht vorstellen, aber erstmal, ich wünsche mir, dass in den ersten 5-6 Spiele positiv rausgeht und dann also irgendwann mal, weil jetzt ist ja so sein Co-Trainer ein erfahrener Mann, ich weiß nicht, wie der heißt, vielleicht hilft ihm irgendwo, dass das Spiel findet, die zu Zuschauer und all, uns alle passt und dass er noch dazu kommt, er immer wieder Sieg raus. Dino muss liefern, das ist mein Satz. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. In diesem Sinne freuen wir uns drauf, morgen um 12 die Eintracht Frauen am Brentanobad und um 15:30 das erste Heimspiel unserer Eintracht Herren zu Hause gegen Wolfsburg und gegen Hoffenheim, nicht gegen Wolfsburg, jetzt aber, ich drehe schon komplett durch. Deshalb hoch die Hände! Wochenende!